So. Drei Explosionen überlebt, ne? Stell dich mal an, Steiden irgendwie mal langsam ein bisschen zu verrecken. Find ich ja ein bisschen scheiße. Muss ich ja mal so sagen. Finde ich politisch unkorrekt. Wie weit denn noch? Ganz hoch jetzt oder was? Alter, so hoch noch. Juhu, macht das einen Spaß. Kletteraffe spielen. Und jetzt? Wie hoch? Kann ich hier einfach jetzt so oder? Nee. Wups. Oh. Fliegschlampe. Ja, das tat weh. Oh, Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Hab ich bereits erwartet. Ja, hast du Pech gehabt, müssen wir weitermachen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo geht's denn hier hoch? Das wird mich ja gerade mal interessieren. Und jetzt? Achso. Vor allem, ich will gar nicht wissen, wie viel Meter das sind. Explodiert das eigentlich dann? Echt stabil, die Dinger. Was ist das hier? Ich habe eine Flagge. Okay. Kiste. Was ist das hier oben? Hat sich hier oben einer verschanzt, eventuell? Wegen Stromkabel komme ich hier hoch. Und? Was? Spawnt er jetzt? Was? Ich sag nichts. Hilfe! Wie komme ich denn jetzt hier runter, ohne mir gleich irgendwas aufzubrechen hier? So. Und so. So. Wir müssen. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir die hier? Oder nehmen wir die hier? Ich würde sagen, die ist am nächsten. Am sinnvollsten. Blups. Gut. Dann wollen wir mal zum nächsten. Obwohl, ich sehe gerade, hier ist ein Safe House. Dann nehme ich das doch nochmal schnell mit. Dann nehme ich das doch mal schnell. Tschüssi. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Was? Bekloppt, was kann ich dafür? Ihr macht hier irgend so einen Scheiß und ich... Nee. Arschlöcher. Nehme ich die mal schnell mal mit.
Wups, 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 wups. Na. Gekonnt ist gekonnt. Ein Knüppel. Einmal Kaffee. Hilfe, Hilfe. Oh. Huch. Das, das wollte ich so nicht. Geil, neue Punkte. Lass mich raten, das ist bestimmt der da, oder? Das ist bestimmt der Große. Ach ja. Und jetzt wirst du den Preis bezahlen. Und tschüss. Keine Zeit, sagen wir es mal so. Ich bin geschäftig unterwegs. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Aber gar nicht so doof, die beiden. Was zum Henker willst du? Kacken. Kann ich reden mit denen? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ich kann das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Aus Angst fangen die oder haben die angefangen bei Rais zu arbeiten? Aus Angst. Das ist schon echt heftig. Aus Angst bei jemandem anzufangen, nur um am Leben zu bleiben. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich das Wahre ist. Hä? Ach so. Dann da. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich das Wahre ist. Ich meine, klar, du lebst zwar weiter. Aber ist es denn wirklich auch garantiert, dass dir Rais dann aus der Panne hilft, aus deinen Arsch rettet, wenn irgendwas ist? Wir haben es doch vorhin gesehen, der schlachtet doch einen ab, das interessiert ihn noch gar nicht. Weiß ich nicht, ob das wirklich das Wahre ist. Ob ich dann nicht wirklich sagen möchte, okay, pass auf. Dann lieber sterben, als so weiterzuleben. Weiß ich nicht, ob ich damit leben könnte. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war's wert. Und jetzt? Hilfe? Schafft der es hoch? Okay. War das richtig? Oh, Kacke. Hä, war das jetzt richtig oder nicht? Glaube, oder?
Alter, ach du Scheiße. Ui. Aber schon echt geilen Ausblick, muss man sagen, ja. Also da hat sich, also allein deswegen hat sich die Kletterei schon gelohnt. Also für mich jetzt, ne? Muss ich da drüber springen? Nein! Du Fallpfosten! Nein! Ich sag jetzt einfach mal da gar nichts dazu. Ist vielleicht auch besser so. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. Kurz vom Ziel, Trottel. Ärgert einen sowas. Von den ganzen Pisse zum Hochklettern hier. Mann, 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 Mann. Also ich merke schon, die spannendste Folge wird es auf jeden Fall nicht. Los. Oh, ich bin. Hä, wo bin ich denn da lang? Hä? Warum bin ich denn da hochgeklettert? Das ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Warum bin ich denn da weiter hochgeklettert? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Bevor ich das mache, jetzt will ich doch noch mal gucken, was hier oben los ist. Warum ich gestorben bin. Beziehungsweise wofür. Nein! Ich schaff das noch. Irgendwann. Wenn es 20 Folgen dauert. Ich will hier hoch. Ich will wissen, was da oben ist. Ich mach das. Ich laufe nicht weg. Ich will wissen, was da jetzt drin ist. Oder was heißt drin? Ich will wissen, was da oben ist. Und tops. Und jetzt hoch. Was ist hier? Eine Flagge. Ich komme wegen einer beschissenen Flagge hier hoch. Wegen einer gottverdammten beschissenen Flagge. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dich so dolle. Hört ihr das? Kommt das von hier? Attention,
kommt von hier? Was ist das? Spike, Kyle hier. Hier ist ein Gebäude, das mit Quarantäneband abgesperrt ist. Weißt du was darüber? Klar. Das ist das ursprüngliche Quarantänezentrum. Die ersten Infizierten wurden aus den umliegenden Krankenhäusern dorthin gebracht. Was? Verpiss dich. Das System brach aber bald zusammen und das Gebäude wurde aufgegeben. Es gibt dort Massen an Untoten. Es ist außerdem auch voll mit Vorräten. Nicht mal Reiskerle trauen sich da rein. Oh. Eine Quarantänezone. Ich verpiss dich jetzt, blöde Kuh. Ja, die kann richtig nerven. Geht doch. Hilfe! Hier komme ich auf jeden Fall später nochmal zurück. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil erstens habe ich kein Medikit mehr. Zweitens will ich mir erstmal jetzt die Belohnung abholen. Und drittens. Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Bracken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Und weil ich denke, wir sind noch dafür zu schwach. Trottel. Dafür zu schwach, um da jetzt schon mal reinzugehen. Aber was ich jetzt ganz ehrlich nicht glaube, ist, dass wir jetzt einfach so antiziehen können. Ich glaube, dafür ist es ein viel zu großes Arschloch. Jetzt weiß ich auch um die Löcher. Flugzeug. Hier irgendwo. Hä? Wo denn? Da. Wo hast du abgeworfen? Bestimmt zu weit, wa? Komm, wir probieren's. Scheißegal. Wir probieren's jetzt einfach, uns das GIE-Paket zu holen. Da hinten ist es. Lauf, 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 lauf. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Das wäre sowas von ein großer Erfolg. Lauf, 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 lauf. Hoffentlich kommen wir nicht. Da oben, das ist doch schon hier oben. Hoch, 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 hoch. Wo ist das? Wo ist das? Hier? Ist das hier? Geil, Junge, ist nichts los. Bitte lass was drin sein, bitte lass was drin sein, bitte lass was drin sein, bitte lass was drin sein. Ja! Hier auch, bitte, 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 bitte. Geil! Wir müssen trotzdem erstmal zu Rais. Wir müssen uns erstmal schnell das Antizin geben lassen, obwohl ich persönlich daran nicht glaube. Ich glaube daran nicht, dass er uns was geben wird. Ich habe zwei Medipacks, das ist ja geil. Ich persönlich glaube nicht daran, dass er uns Antizin geben wird. Hoffentlich täusche ich mich. Hoffentlich habe ich Unrecht. Ich hoffe es. Weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der so jetzt auf einmal so ja, freundlich quasi ist und einfach jetzt sagt, hier, alles klar, gut, hast du gut gemacht, hier kannst du den haben. Das glaube ich nicht. Hey, Crane, hast du mal kurz Zeit?
Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich höre eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Ihr seid sowas von behindert. Oh, ist doch geil. Sektor 0. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Raiz und das Antizin holen. Hoffen wir's. Wie gesagt, ich glaube daran überhaupt nicht, aber wir werden's sehen. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Oder bist du des anderen Marionette? Wie viel diesmal? Eine Wahl. Weiß der, dass wir vom GIE sind? Das du willst dich uns anschließen? Im Leben nicht. Das war doch gerade. Solange mich mit dem Zeug in Ruhe lässt. Das war doch gerade tausendprozentig eine Anspielung. Tausendprozentig war das gerade eine Anspielung. Naja, okay, erkundigen Sie sich nach dem Weg zu den Siedlungen. Okay, es geht irgendwas mit Siedlungen. Bevor wir das machen, würde ich aber sagen, beende ich erstmal die Aufnahme wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, kommentiert fleißig. Was ihr mir auch mal gerne schreiben könnt, ob ich mal so ein bisschen auf Erkundungstour gehen soll. Nicht immer nur eine Mission nach der anderen hier, sondern wirklich mal ein bisschen erkunden und sowas, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen die Landschaft erkunden und mal ein bisschen auf Raubzug gehen vielleicht sogar und vor allen Dingen in die Quarantänezone. Könnt ihr mir alle mal gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen und tschüss.